Herzlich willkommen zu einem weiteren Video Dead Space in der Dunkelheit bei Nacht. Ich bin müde. Wir haben es 0:18, kann man das sehen? Ich hoffe. 0:18. Wir laden das Spiel. Achso, wieder für die Kamera, damit ich es schneiden kann. Tschack. Und weiter geht's. Ich glaube, heute schaffe ich nicht komplett das Kapitel in einem Stück. Ich muss morgen früh raus. Deswegen mache ich vielleicht nur zwei Parts jetzt an einem Stück. Wir werden sehen. Deswegen werde ich hier auch mal mein Handy mitstellen. Hab jetzt 15 Minuten noch. So. Ich hoffe, ich kriege das alles. Scheiße, Isaac. Ich kann die kontaminierte Luft bis hierhin riechen. Es verbreitet sich schneller, als ich dachte. Ich versuche es zu isolieren. Aber das wird uns nicht viel Zeit bringen. Das ist schlecht. Wir müssen dieses Ding vom Schiff schaffen. Ja. Die Chemikalien, die du brauchst, sind im Chemielabor. Wenn du da bist, werde ich die Tür für dich hacken. So, Sunny ist übrigens auch wieder da, aber die pennt. Die hat nicht so viel Bock auf Grusel, hat sie gesagt. Wir müssen hier heute mal nichts. Hier ist auch sonst immer alles. Habe ich irgendwie Fettkohle oder so? Ich habe es jetzt länger nicht gespielt. Das ist mein Problem. Oh, ich habe Kohle. Ich sollte mal ein paar... Also, habe ich was zum Verkaufen? Erstmal ganz oben gucken. Inventar. Medikits habe ich. Plasma-Energie habe ich. Nee, eigentlich brauche ich nichts. Ich brauche... Ah, ein paar Knoten. Genau, das wollte, darauf wollte ich hinaus. Oh, ich bin ein bisschen verpeilt, seht ihr? So müde bin ich. Ich will mal ein paar Knoten kaufen. Wenn ich wieder an der Werkbank vorbeikomme. So, vier Knoten. Damit ich mal hier diese Waffe wieder ein bisschen aufpowern kann. So. Und heute habe ich das Gefühl, heute bin ich ganz schön Stecker. Sie können sich nicht Gottes Plan in den Weg stellen. So. Die natürliche Ordnung. Sind sie... Sind sie blind wie der Rest? Ja? Soll doch da durch. Und nicht verarschen? Anscheinend hat jemand die Türschlösser auf diesem Deck neu programmiert. Und zwar erst kürzlich. Wir sind wohl doch nicht allein hier. Jemand will dich nicht in diesem Teil des Schiffes haben. Ist da so eine Werkbank? Ah, hier ist doch so eine Werkbank. Nee, das ist keine Werkbank. Ja, und jetzt? Wo soll ich jetzt hin? Ach so, ich kann trotzdem da rein. Okay. Mir war auch so, als ob ich diesen Platz hier schon mal gesehen habe. Hier drüben habe ich das doch gesprengt. Ach, jetzt gehe ich gerade weg, wo hier die Tür aufgeht. Ich sag ja, ich bin Schrecker. Ich bin heute Schrecker. Stirb, Arschloch. Kennt ihr das, wenn ihr echt das Gefühl habt, ihr solltet sowas nicht spielen, weil heute fühlt ihr euch nicht dafür? Ich glaube, besser geht's gar nicht. Weil ich fühle mich nicht. Aha. Ja, jetzt hat das. Okay, ich fühle mich schreckhaft. Das ist total lustig. Ich fühle mich schreckhaft. Nur mal sicher gehen, ne? Da drüben ist ein fetter Blob, aber da ist die Werkbank. So, jetzt machen wir mal die kleine Waffe stärker, weil die benutze ich doch am meisten. Oder nicht? Doch. Jetzt mal gucken. Also ich muss leider hier einen verschwenden. Ja. Aber dann kann ich sie den Schaden erhöhen. Ja. Kapazität kann ich erhöhen. Ja. Und dann kann ich wieder den Schaden erhöhen. So. Das heißt, wir laden die jetzt nochmal nach. Ach. Immer noch krank. Tut mir leid. 14 Schuss. Immerhin. Immer mit. Jetzt werfen wir diesen fetten Block da in die Fresse. Oh.
Drehen! Dreh es um! Hä? Die zerplatzen noch? Ich habe mal Energie. Nehmen wir einen großen Kopf. Das ist ja ekelhaft. Kennt ihr dieses fette Vieh aus Blade 1? Die, die Bibliothek der Vampire bewacht. So sieht das aus. Dieses fette Vieh aus Blade 1. Da muss ich denn hier? Hier war ich doch schon. Ist ein bisschen her, aber hier war ich. Also. Stase. Was hier? Was war das denn? Oh, da platzt er weg. Da platzt er weg. Zeit im Blick haben. Hm, läuft noch, läuft noch, läuft noch. Na 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 na. Oh. Ich brauche ein bisschen Taurin und Koffein. Ja. Damit ich nicht gleich hier voll wegkacke. Aber ich merke einfach, ich bin müde. Oh nein, wie scheiße ist das denn? Jetzt hat er sich das mit der Werkbank nicht gemerkt, ne? Oh. Oder merkt er sich sowas? Ne, da sind die Knoten. Also, wapp. Ich gehe hier oben lang, ja. Dann da, ja. Yeah. Dann da, ja. Yeah. Und hier, ja. Dieses Teil hier nochmal. Ich versuche das einfach nochmal. Muss ja irgendwie klappen. Boah! Wie geil war das denn? Diesmal war es einfach, ne? Warum gibt es hier eigentlich nichts zum Speichern? Damit man schön beim Strom oben drauf geht. Ah, Kacke. Kacke. Komm wieder. Oh. Jetzt aber. Jetzt übertreibst du aber. Boah, das war knapp. Boah, auch knapp. Du bist in der Nähe der Chemiestation. Sobald du die Chemikalien hast, brauchst du auch eine DNS-Probe des außerirdischen Gewebes. Ich werde die Aufzeichnungen mal diesbezüglich durchsehen. So, wir speichern hier. Aber wir haben noch 6 Minuten auf der Uhr für den ersten Part. Also erste Part heute. Ja, versteht mich nicht falsch. Ich nehme ja sonst immer so 2-3 Parts oder oft mache ich ein Kapitel am Stück. Ah, der ist tot. Okay, da muss ich auch lang. Wolltest du mit oder was? Also oft mache ich halt immer ein Kapitel am Stück. Bei Dead Space jetzt war es jedenfalls immer so. Oder fast immer. War dies der Fall?
persönliches Logbuch von Dr. Charles Mercer. Ich habe jetzt einen lebendigen Probanden für meine Studien. Ich kann es kaum erwarten, meine geliebte Regenerationstheorie zu validieren. Anfangs war es schwierig, ihn ruhig zu stellen. Aber jetzt scheint es ihm gut zu gehen. Er vertraut mir, Dr. Kain. Er hat sein Leben schon des Antigens beendet. Er versteht, welche Rolle bitte Kapsel entnehmen. Er versteht, was ich tue. Ihr Kampf ums Überleben ist bewundernswert, aber sinnlos. Und doch machen sie weiter. Fast möchte ich glauben, das? Wir hätten Hoffnung, unsere Spezies. Bin ich der Einzige, der sehen kann, dass wir vor langer Zeit ausgestorben sind, es nur noch nicht akzeptieren konnten? Hören Sie auf, herumzulaufen, zu kämpfen. Unsere Zukunft, Ihre Zukunft, die Zukunft unserer sterbenden Rasse endet hier. Gestatten Sie mir, Ihnen die Nachkommen der Menschheit vorzustellen. Die Kinder, die uns ersetzen werden. Unsere größte Schöpfung. Deine Mutter? Ja, tschüss. Ich nehme jetzt lieber so einen Kasten. Da kommt noch was. Gleich, hier sind noch ein paar Sachen. Ist da jemand? Wiederhole, Isaac, komm! Kämpfer, ist da jemand? Hammond, wo zum Henker waren Sie denn? Ich hab die Hydrostation erreicht. Sieht übel aus für uns. Ich kann kaum atmen. Dieser organische Stoff liegt überall. Da war das Ding, das große. Alte Scheiße. Oh Gott, und jetzt rennt er über mir lang. Lauf einfach weg, Alex. Lauf einfach, lauf einfach, lauf einfach. Hier ist ein Speicherpunkt. Du musst jetzt eine DNS-Probe der Wucherung finden. Laut den Laborberichten wird eine inaktive Probe auf der Intensivstation gelagert. Ein Dr. Mercer hat offenbar damit experimentiert. Ich versuche die ganze Zeit schon Hammond anzufunken, bekomme aber nur Rauschen. Isaac, du musst dich beeilen. Mach ich. Aber erstmal speichern wir und machen hier einen kleinen Cut. So, speichern. Speichern. So. Und wir sehen uns im nächsten Video. Also Leute, haut rein und bis dann. Ciao, ciao.